Was sagt die Straße? 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 Das in den USA produzierte Video The Innocence of Muslims, so deutsch die Unschuld der Muslime, beleidigt den Propheten Mohammed, was zu Ausschreitungen und sogar schon zu Toten in der arabischen Welt geführt hat. Nun wollen einige das Video auch in Deutschland zeigen, unter anderem die als rechtspopulistisch eingestufte Partei Pro Deutschland. Soll das Video in Deutschland gezeigt werden, weil es im Sinne der Meinungsfreiheit ist? Oder soll die deutsche Regierung dafür sorgen, dass religiöse Beleidigungen verhindert werden? Wir fragen nach. Was sagt die Straße? Denkst du, dass der Film in Deutschland gezeigt werden sollte? Ich denke eigentlich nicht, weil es hier zu viele Muslime gibt, die dagegen sind. Nein, ich denke, es sollte nicht gezeigt werden. Warum? Weil man andere Religionen respektieren und tolerieren sollte. Und wenn das andere Menschen verletzt, dann ist es halt einfach keine Toleranz. Denkst du, das Video sollte in Deutschland gezeigt werden? Meiner Meinung nach nein. Nein, weil es rassistisch irgendwie gegenüber der Religion ist. Ich bin der Meinung, dass man auf jeden Fall die Leute darüber aufklären sollte, aber das Video an sich sollte man einfach nicht zeigen, weil es auch bestimmt viele Menschen gibt, die hier in ihrer Ehre und wegen der Religion einfach verletzt sind. Und es gibt bestimmt auch viele Christen, die sowas nicht wollen, dass man über seinen Gott sowas sagt. Und deshalb glaube ich, dass man es nicht tun sollte. Ich habe auch das Video gesehen und ich finde, das ist nicht so wirklich. Also das ist eigentlich auch so ein bisschen beleidigend gegenüber dem Islam. Und es ist auch verständlich, dass es da jetzt so eine Wut gibt. Und deswegen finde ich, dass es da nicht in Deutschland gezeigt werden sollte. Denkst du, der Film sollte in Deutschland verboten werden? Nein. Warum? Wir leben in einer Demokratie. Aber ein Recht wäre ja zum Beispiel auch die Meinungsfreiheit. Ja, das schon. Aber ich finde, man sollte das jetzt nicht anhand dieses Videos dann eben so brutal ausdrücken und so ein bisschen beleidigend werden. Wenn du jetzt mal so überlegst in Richtung Meinungsfreiheit, eigentlich wäre es ja okay, den dann so zu zeigen. Wo bleibt dann da der Respekt? Also ich glaube, dieses Video kritisiert nicht, es provoziert und beleidigt. Und das muss nicht sein. Also Karikaturen, dagegen sage ich nichts. Wir leben ja in Europa, wir leben in Deutschland. Aber solche provozierenden Videos muss nicht sein. Die Meinungsfreiheit ist auf jeden Fall eine wichtige Sache, aber es ist trotzdem so, dass es Menschen kränkt. Und wie gesagt, man sollte auf jeden Fall darüber aufklären, aber ich finde, dass man das Video im Fernsehen oder in den Medien eben nicht zeigen sollte. Aber man kann da natürlich drüber reden, aber ich finde, es sollte trotzdem vielleicht zensiert werden. Also das ist schon verständlich, dass da einige wütend sind auf Amerika eben. Aber ein bisschen, was ich auch nicht verstehe, ist, dass er dafür dann auch gleich Menschen sterben musste. Das finde ich ist jetzt auch schon wieder ein bisschen übertrieben. Meinungsfreiheit, ja, aber ich meine, wenn ich jetzt sage, nach dem Motto, ich bin jetzt mal ein bisschen heftiger, ich beleidige jemanden direkt so aufs Äußerste, das ist zwar auch meine Meinung, aber geht ja nicht. Damit verletze ich auch seine Gefühle. Und mit diesem Video, denke ich, werden die Gefühle der frommen, friedlichen Moslems verletzt. Die meisten Leute waren sich ziemlich einig, dass Meinungsfreiheit wichtig ist. Aber bei diesem Thema wurde eine Grenze überschritten. Was ist eure Meinung dazu? Sollte das Video in Deutschland gezeigt werden oder nicht? Schreibt uns euren Kommentar unter dieses Video.